Grüezi und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit dem Thomas Compagno und der Andrea Meier. Heute sind wir im Unterwallis. Im Trienztal machen wir eine Tour durch drei Schluchten. So viel Nebel, aber... Der geht bald weg. Wir gehen dann haben wir das schönste Wetter. Ja, es ist eigentlich noch drückend. Thomas meint immer noch, wir würden dann etwas sehen. Ich finde das gut, wenn man eine gute Einstellung hat. Ja, der erste scheuche Blick von Thomas trifft absolut zu. Das wird heute tief, steil, aber auch sehr eindrucksvoll. Auch wenn die schmalen Wege entlang von zerklüfteten Felswänden auf den ersten Blick einschüchtern können, sind sie gut zu machen. Wir finden den Wanderweg bei dem nebelverhangenen und feuchten Wetter noch viel geheimnisvoller. Absolut genial! Die Natur und ihre dunkle Kraft zeigen sich von ihrer poetischen Seite. Mir kommt es vor wie einem nordischen Krimi. Ah! Weil die erste Schlucht La Triège eine Rundwanderung ist, sind wir nach einem knappen Kilometer wieder beim Ausgangspunkt. Und darum wandern wir auch noch ein bisschen weiter und folgen den Spuren der Reisenden in der Belle Epoque. Vorbei an schönen Unterwalliser Dörfern und dichten Wäldern. Das ist ein bisschen eine Traumgegend hier. Wir sind hier auf der Route de Diligence. Was hat es mit dieser Route, mit dieser Strasse oder dem Weg auf sich? Das ist mein Namensvetter gewandert, der Thomas Cook, der erste Reiseführer geschrieben hat. Die Reiseroute führt uns durch dramatische Landschaften und in die nächste Schlucht, die Deli-Schlucht. Da braucht es jetzt ein bisschen Schwindelfreiheit und einen sicheren Tritt. Oh, unglaublich, ich habe vergessen, die Steckentritt zu zählen. Aber vielleicht ist es besser, auch nicht mitzählen. Nochmal anders ist das bei unserer dritten und letzten Schlucht, der Trient-Schlucht. Sie ist wandertechnisch sehr einfach und führt über einen langen Holzsteg in die Schlucht ein. Auch die bietet viel wissenswerte Informationen über die Geologie und den speziellen Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Thomas, ist es jetzt wirklich wahr? Hat es hier Dinosaurier gehabt? Ja, wenn es da steht, nehme ich an, es ist so. Es hat Spuren. Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist wahrscheinlich denen eher ein Versteck. Vielleicht, ja. Vor den Walliser. Vor den Walliser. Da und dort läuft einem ein kleiner, wohliger Schauder über den Rücken. Sind es nur die Wassertröpfe oder ist es vielleicht doch die Schlucht, die einen immer tiefer in ihren Schlund aufnimmt? Die Antwort lassen wir offen. Das darf jeder selber erfahren.